Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen hier bei uns in der Fachschule Halbenrhein. Ich möchte den Veranstaltern danken, dass die Fachschule ausgesucht wurde als Austragungsort der Reihe Region am Donnerstag. Mein Name ist Barbara Ernst-Schnitzer. Ich bin seit dem Schuljahr 2019-2020 die Leiterin der Fachschule Halbenrhein. Ja, wir als dreijährige Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft, wir legen durch unsere Lehrinhalte schon den Fokus auf Lebensmittel und Lebensmittelverarbeitung, aber auch natürlich Lebensmittelproduktion. Die logische Schlussfolgerung unseres Unterrichts betrifft natürlich auch die ernährungsphysiologischen Aspekte von regionalen, saisonalen und biologisch angebauten Lebensmitteln. Wir versuchen, unsere Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, damit sie mit diesem Hintergrundwissen kritische Konsumenten werden. Ich denke, das gelingt mit unserem Background, den wir ihnen vermitteln, ganz gut, wenn man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wenn man ein Samenkorn pflanzt, bis endlich eine Pflanze daraus wächst, dann geht man ganz anders mit Lebensmitteln um und bewertet Lebensmittel auch ganz anders. Guten Abend, liebes Publikum, hier auch nochmals aus Halbenrhein nach diesem schönen kleinen Trailer von der Fachschule. Mein Name ist Tim Bakonik-Lücking und ich darf so ein ganz bisschen durch den ersten Teil dieser ersten Einheit von der Region am Donnerstag moderieren. Als nächstes möchte ich erstmal bitten, dass jetzt der Bürgermeister von Halbenrhein, Dietmar Tschigal, ein paar kurze Worte hier an uns alle wendet. Dörflich geprägt ist die gesamte Region, nicht nur unsere Gemeinde. Und es gibt hier viele fleißige Menschen, die viele Köstlichkeiten, und das ist ja das Thema der heutigen Dorfuni, Lebensmittel im Mittelpunkt, auf dem Programm haben, beziehungsweise für die Österreicherinnen und Österreicher produzieren. Was wächst hier? Naja, da ist man schon lange dran beim Aufzählen, nur eine kleine Kostprobe. Krenn, Käferbohne, Ölkürbis, der Spargel, der Reis, Quinoa, der Vulkanlandweizen, aber auch Heidelbeeren, Himbeeren und natürlich Mini-Kiwi und Bio-Äpfel. Aber mit dem allein können ja nicht alle leben. Auch unsere wunderbare Landschaft ist dafür geeignet, um wunderbare Steaks vom Weiderind hervorzubringen, beziehungsweise bis hin zum Fisch
aus den wunderbaren Herrschaftsteichen um Halbenrhein herum und natürlich den wunderbaren Geflügel, das hier wächst und gedeiht in auch unter Freilandhaltung bis hin zum Wildbrett, das gut in den Herbst hineinpasst, ist hier alles vorhanden. Ja, in unserem Ort Halbenrhein gibt es noch eine intakte Nahversorgung. Wunderbar. Es gibt den Bäcker, den Fleischer, den Gemischtwarenhandel, es gibt die Gasthäuser, Cafés und natürlich auch die vielen fleißigen handwerklichen Betriebe. Und so ist man stolz als Bürgermeister, dass man hier einer Gemeinde und in einer Region wirken darf. Man ist stolz auf die fleißigen Menschen und arbeitet natürlich gerne für diese Gemeinde. Ich wünsche dieser Dorfuni noch viele wunderbare Ideen und Anregungen, uns mit dem fruchtbaren Boden, der hier in der Gemeinde eigentlich gegeben ist, kann es Österreich nur weiterhin gut gehen. Danke. Nachdem wir am heutigen ersten Termin der Region am Donnerstag hier in Halbenrhein sein dürfen, wie gesagt, zuerst jetzt ein ganz bisschen was. Was ist eigentlich, was versteckt sich hinter dieser Region am Donnerstag? Also es kam ja schon durch die Ankündigung heraus, dass es eine Kooperation ist, auf der einen Seite zwischen der Dorfuni und auf der anderen Seite zwischen dem Forschungsprojekt Provinz Denken, Bauen, Leben, dessen Projektleiter ich bin. Und dieses Projekt Provinz Denken, Bauen, Leben haben wir in der Region Bad Radkersburg, in der Gemeinde Bad Radkersburg angelegt. Und da habe ich jetzt zu meiner Linken hier den Altbürgermeister, der quasi der Schirmherr eigentlich unseres Projektes, kann man so sagen, war. Und zwar Heinrich Schmidt-Lechner. Und Heinrich, ich bitte dich, kannst du auch ein paar Worte an unsere Leute da draußen sagen. Ja, auch einen schönen guten Abend meinerseits und ich freue mich besonders über die Einladung, hier und heute bei dieser Veranstaltungsreihe mit dabei zu sein und auch ein paar einleitende Worte zu sagen. Lieber Herr Tim Lücking, du hast ein paar Sätze schon vorweggenommen. Wie ist dieses Projekt deinerseits überhaupt entstanden? Wir hatten ein anderes Projekt über die FH Joanneum in Bad Radkersburg laufen. Da war auch ein gewisser Herr Tim Lücking dabei und konnte sozusagen die Stadt Bad Radkersburg kennenlernen. Wir haben uns auch schon damals eigentlich immer mit der Stadt beschäftigt. Und du hast dann die Gedanken gehabt und hast mich einmal angerufen, was ich davon halten würde, wenn du mit deinen Studierenden nach Bad Radkersburg kommen würdest und du würdest in die Dörfer hinausgehen, um hier in den Dörfern das Leben kennenzulernen. Das Leben, wo noch relativ viel Jugend hier ist, eine gute Ausbildung genießt, aber irgendwann dann doch aufgrund der fehlenden Jobs vor Ort dann in die weite Welt zieht. Nach kurzer Überlegung habe ich dir meine volle Unterstützung zugesagt, mit dem Hintergrund Wissen, dass ich dir eigentlich dankbar war damals schon, weil wir 2015 die Fusion der Gemeinde Bad Radkersburg mit Radkersburg Umgebung hatten. Und Radkersburg Umgebung ist vor allem von den Dörfern geprägt. Und die gesamte Entwicklungsarbeit in Bad Radkersburg hat sich vorwiegend auf die Stadt selbst konzentriert, weil hier halt auch die größeren Wirtschaftsbetriebe vorhanden sind. Und deshalb ist mir dieses Projekt eben Provinz Denken, Bauen, Leben sehr zugute gekommen, weil ich mir vorgenommen habe, 2015 als Bürgermeister gerade die umliegenden Dörfer nicht zu vergessen. Und das war wirklich eine Auftaktveranstaltung, die du dann in einigen Dörfern durchgezogen hast, sehr gut angenommen wurde. Und ich glaube, schon damals war der Gedanke vorhanden, dieses Projekt in die Region weiterzuziehen. Gleichzeitig hat auch schon ein gewisser Herr Narada in Radkersburg tätig. Auch er hat es nicht unbedingt Fuß zu fassen mit seinen wirklich, wie soll ich sagen, Querdenken, neuen Ansätzen von Denken, kommend aus der Großstadt, aber sehr wohl erkannt hat, welche Lebensqualität vor Ort ist. Und hier war ich auch den Herrn Narada, sein Einbringen, und so ist das wirklich einmal entstanden. Und ich kann mich auf deinen Anruf im Sommer erinnern. Ich war gerade unterwegs in die Obersteiermark, wie du mich gefragt hast, und was hältst du davon und wie gehen wir das an?
Und ich glaube, ich habe dir damals geantwortet, der Weg ist das Ziel. Und wenn man den Weg einmal weiß, dann kommt man auch zum Ziel. Und ich kann nur sagen, es ist gelungen. Und wie ich gehört habe vor kurzem, dass diese erste Veranstaltung in dieser Richtung, eben mit Lebensmitteln, und hier ist ja wirklich die Schule dafür bekannt und auch am besten geeignet. Und es ist bereits der erste Schritt von der Stadtgemeinde in die Region. Und wie schön die Region ist, haben wir vorher vom Herrn Bürgermeister gehört. Und ich glaube, dass das ein guter Auftakt sein wird, auch für unsere Jungen in dieser Region. Und wir hören sie dann im Anschluss auch noch. Und hier bin ich dabei, weil ich mir denke, welche Ziele verfolgen wir, dass wir gerade diesen jungen Betrieben eine gewisse Hoffnung geben, eine gewisse Zukunft signalisieren. Und Regionalität ist derzeit ein Wort, das überall nicht nur verwendet wird, sondern gerade in der jetzigen Krise auch praktisch von den Konsumenten angenommen wird. Ich glaube, auch das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um hier gewisse Projekte in Gang zu setzen und weiter zu betreiben. An nächster Stelle darf ich jetzt den eben schon von dem Heinrich Schmidlechner angesprochenen Franz Narada vorstellen und reinbringen. Franz, bitteschön, du als Initiator der Dorfuni und bist aber natürlich, wie der Heinrich Schmidlechner das gerade schon angedeutet hat, eigentlich ein Tausendsasser auf ganz vielen Hochzeiten tanzt du aus meiner Sicht, versuchst immer viele Initiativen anzuschieben und machst das aus meiner Sicht schon sehr erfolgreich. Aber Franz, vielleicht auch erzählst du jetzt einfach ein ganz bisschen etwas. Mich habe in den letzten Jahrzehnten intensiv mit ländlichen Räumen beschäftigt und immer wieder zu hören bekommen, ländliche Räume sind im Niedergang. Und ich habe das selbst erlebt in Griechenland, ich habe Dörfer sterben gesehen. Heute sterben ja auch Dörfer in Spanien, Italien und so weiter. Und habe mich immer gefragt, was ist eigentlich die Kraft, die diese wunderbaren Lebensumgebungen, ich habe also in Griechenland immer wieder erlebt, ich bin gesund geworden, ich bin aufgepäppelt worden, einfach durch die Kraft der Natur. Was ist dieses Element, das dieses Potenzial wieder aufweckt? Und dann eben war ich in den USA, habe mich mit Computern, Kommunikation beschäftigt und dann eins und eins zusammengezählt. Und der Kommunikationstechnologien eigentlich den an sich gegebenen Stärken des ländlichen Raums als Lebensraum und nicht nur als Infrastruktur und Zulieferant der Städte, die immer ungemütlicher und immer industrieller werden, dass die wieder zum Durchbruch kommen können. Aber es ist nicht so einfach, wie es sich sozusagen im Gedanken anhört. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Und wir haben immer wieder gefragt, wo ist der archimedische Punkt? Wo ist der archimedische Punkt, der den ländlichen Raum wieder zum Aufblühen bringt? Und nach vielen Versuchen, nach vielen Studien, bin ich mir immer sicherer geworden, es ist die Bildung. Die Bildung, die eigentlich auch die jungen Menschen richtig raussaugt, aus dem ländlichen Raum in die Städte, weil die Städte heute noch das Bildungsprivileg haben, das Bildungsmonopol haben. Und dieses Monopol zu brechen, das war eigentlich das, was ich mir vorstellen konnte als der Beitrag. Und dann ist etwas passiert hier in der Südoststeiermark, was eigentlich die Dorfuni ins Laufen gebracht hat. Vor 15 Jahren schon haben Freunde von mir in Kirchbach ein altes Gerichtsgebäude gekauft und sie haben gezeigt mit der Montagsakademie, aber auch vielen anderen Veranstaltungen, eine davon hieß übrigens Religion am Donnerstag von der Theologischen Fakultät, dass das ganze Dorf sozusagen wirklich gierig und hungrig auf Bildung ist. Und die haben mir gedacht, das ist eigentlich ein gutes Omen. Das könnte der Ausgangspunkt sein, eine Form von Bildung zu installieren, die mehr ist als akademische Bildung. Und so hat sich die Dorfuni schön langsam entwickelt über viele Versuche und Irrtümer. Und wir sind noch immer mittendrin in diesen Versuchen und Irrtümern. Aber es ist keine Universität, es ist auch keine Volkshochschule. Es ist ein Spezialwerkzeug zur Herstellung von intelligenten Kreislaufschlüssen.
Warum sage ich das? Weil der ländliche Raum, um wieder das zu werden, was er sein kann, braucht auf jeden Fall eines. Er braucht ein gleichwertiges Lebensniveau mit den Städten. Ich meine, es sind jetzt junge Menschen schon Pioniere, die wieder rausgehen. Seit einigen Jahren ist dieser Pessimismus verstummt bezüglich des ländlichen Raums und viele Stimmen in der Wissenschaft sogar beschäftigen sich mit ländlichen Räumen. Es wird plötzlich wieder hip, sogar bei den Architekten und bei anderen auch, nicht? Und das ist ein gutes Zeichen, aber sozusagen, wie kriege ich daraus wirklich etwas Dauerhaftes? Die Corona-Krise, das war jetzt natürlich der Push. Plötzlich sind wir alle digital kompetent oder wir merken plötzlich, was uns zur digitalen Kompetenz und zur Infrastruktur noch alles fehlt. Stabile Netzwerke zum Beispiel. Aber das Wesentliche ist, glaube ich, eines, dass wir begreifen, dass wenn wir das auf Dauer sozusagen dieses Drehmoment zugunsten des ländlichen Raumes auch wirklich realisieren wollen, wir eine Bildung brauchen, die die Menschen nicht sozusagen in irgendwelchen Spezialfunktionen wie in der Stadt bildet, sondern in der Funktion, einander wahrzunehmen und miteinander zu kooperieren. Und das ist die Idee der Dorfuni. Das heißt, die Dorfuni ist eigentlich dazu geschaffen, die verschiedenen Ebenen der Kooperation zu aktivieren. Das erste ist natürlich die Kooperation innerhalb der Gemeinden. Das zweite ist die Kooperation zwischen Gemeinden mit ähnlichen Problemen und natürlich auch mit Universitäten. Das dritte ist die Kooperation mit städtischen Wissensbasen insgesamt. Und das vierte ist die Kooperation innerhalb einer Region. Das ist vielleicht das Letzte, was ich heute sozusagen jetzt noch sagen möchte. Was ist das Geheimnis, dass ländliche Regionen mit den Städten gleichziehen? Das Geheimnis ist, dass wir starke Kompetenzzentren kriegen in den Regionen, dass sich Dörfer verwandeln in Orte des kreativen Schaffens, sei es jetzt auf dem Gebiet der Landwirtschaft, sei es auf dem Gebiet der Architektur, der Kunst, der Gesundheit, der Heilung und so weiter und so fort. Und ich habe schon einige Regionen gesehen, die das begriffen haben, dass man jetzt nicht mehr das Kirchturmdenken pflegen darf, sondern dass man versuchen muss, miteinander sozusagen ein Netzwerk zu bilden, das so leistungsfähig ist, dass Menschen sagen, was hält mich noch in Wien? Ich habe alles, was ich brauche, auch in dieser Region, weil dort Menschen zusammenarbeiten, um dieses Niveau, diesen Lebensstandard zu garantieren. Und ich glaube, das Ganze beginnt tatsächlich mit der Ernährung und mit den gesunden Lebensmitteln und den gesunden Böden. Und insofern freue ich mich, dass wir mit dem heute anfangen. Danke. Ja, vielen Dank, Franz, für diese Einleitung und Vorstellung tatsächlich und der Ziele der Dorfuni. Tatsächlich haben wir die Dorfuni als Projekt, als für unser Forschungsprojekt, als Plattform gewinnen können, um unsere Inhalte, die wir in unserem Projekt erarbeitet haben, zu präsentieren. Das heißt also, diese Inhalte, die wir heute haben, mit den Lebensmitteln, die wir nächste Woche haben, mit den Bauwerken in der Region und die wir in der folgenden Woche haben, eigentlich ein Ergebnis auch aus unserem Projekt mit der Infrastruktur, mit den Verkehrsmitteln in der Region und dann schlussendlich in unserem vierten Termin, wo wir dann die Leute, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen ertüchtigen möchten, ihnen Werkzeuge geben möchten, dass sie selber tätig werden können, um an diesem Strukturwandel einen aktiven Part zu übernehmen. Diese vier Teile sind also letzten Endes eigentlich so ein bisschen das Eingekochte von unserem Projekt, zu dem ich jetzt noch ein wenig etwas zeigen möchte. Und dafür bitte ich jetzt, die Präsentation zu starten, die auf den Bildschirm zu legen. Wir sind vor circa 2 Jahren gestartet mit diesem Projekt, das vom Land Steiermark gefördert wird.
Und zwar sind wir dabei mit den Instituten, einerseits von der FH Joanneum der Masterstudiengang Architektur bzw. das Institut für Architektur und Management und auf der anderen Seite unsere Kollegen, die den heutigen Abend im Wesentlichen geprägt haben. Das ist der Studiengang für nachhaltiges Lebensmittelmanagement, die sich dann tatsächlich um diese Lebensmittelthematik, wie man darüber Innovationen in der Region generieren kann, in den Fokus genommen hat. Als dritter Partner in diesem Projekt mit dabei ist das Stadtlabor aus Graz, die also ihre Expertise im Wandel haben und uns da wichtige Inputs gegeben hat, wie wir daran arbeiten können, den Wandel in der Region sozusagen zu forcieren. Was waren die Ziele von dem Projekt? Also das Ziel von dem Projekt ist die Entwicklung einer langfristigen und authentischen regionalen Identität. Und zwar aufbauend auf dem, was wir vor Ort finden und ausgehend von den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger. Denn wie schon so ein bisschen angedeutet wurde, hat sich die ländliche Region eigentlich in den letzten Jahren so schleichend einem Wandel unterworfen. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele neue Menschen, die Interesse haben, hier herauszuziehen und mitgestalten wollten. Nun sind die Strukturen ganz anders als noch vor Jahrzehnten, wo jedes kleine Dorf eigentlich seinen Bürgermeister noch hatte, will ich mal sagen, und man viel stärker integriert war in die Gestaltung seiner unmittelbaren Umgebung. Etwas, was den dörflichen Strukturen eigentlich in den Gedanken sicherlich immer noch prägt. Nur durch die Gemeindefusionierungen hat es jetzt so eine Art Zentralisierungsprozess gegeben, wobei die ersten Gemeinden tatsächlich anfangen zu bemerken, dass sie tatsächlich wieder näher ran müssen an ihre Bürgerinnen und Bürger, die dort in den Dörfern sind. Und was wir also eigentlich auch noch machen wollen, neben dem Projektziel, neben dem offiziellen, ist ein zweites. Und zwar möchten wir die Bürgerinnen und Bürger aktivieren, aktiv mitzugestalten in ihren Orten und möchten ihnen dafür Wissen vermitteln und Fähigkeiten geben. Dazu sind wir so vorgegangen in drei Schritten. Das erste ist etwas ganz Klassisches. Wir haben die Ist-Situation analysiert und haben dort also Recherchen gemacht, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, Online-Literatur-Recherchen. Wir haben qualitative Interviews geführt mit Menschen. Da sieht man jetzt hier einen Zettel, wo wir dann gefragt haben, wo sie sich eigentlich bewegen in ihren Orten. Aber dann sind wir auch schon angefangen und sind digital geworden. Wir haben auf Instagram eine Recherche gemacht, haben uns dort geschaut, was die Leute aus ihrer Region eigentlich präsentieren dort, wie sie sich dort darstellt, diese Region. Und was wir dann noch gemacht haben, ist eine Methode, die inzwischen auch schon immer mal wieder zur Anwendung kommt. Das ist die sogenannte Photo-Voice-Methode. Und zwar haben wir an der Stelle einen Wettbewerb ausgeschrieben und haben dort die Leute gebeten, zeigt euch die Region, zeigt, was gefällt euch an den Orten, wo ihr lebt, was findet ihr nicht so schön. Ergänzt das um die Texte, die so ein wenig erklären, diese Dinge, die wir dort sehen. Das war schon für uns ein großer Erkenntnisgewinn. Ein noch größerer Erkenntnisgewinn war für uns dann aber die Situation, dass wir dann rausgegangen sind, und das ist auch ein wichtiger Teil dieser Photo-Voice-Methode, eine Fokusgruppendiskussion, wo wir dann mit den Menschen diskutiert haben, und dann sind wir schon sehr schnell darauf gekommen, dass zwar jeder seinen eigenen Blick hat auf diese Region, aber es gibt doch da überschneidende Themen, und es gibt Themen, die werden als wichtig wahrgenommen und dass man die weiterhin schön pflegen soll und als Themen wahrgenommen, die man in Zukunft stärker bearbeiten muss. Dieser Termin führte uns eigentlich dann schon zum zweiten Schritt, und zwar zu der Entwicklung von zukünftigen Perspektiven für diese Regionen. Und dort
haben wir dann den Schritt gemacht, den der Heinrich Schmidt-Lechner eben schon angesprochen hat. Wir sind für eine Woche hinausgefahren mit unseren Studierenden, auch mit Externen, die noch dazugekommen sind, und haben uns 3 Dörfer ausgewählt, Lafeld, Goritz und Zelting, und haben dort in den freiwilligen Feuerwehren Orte geschaffen, wo wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Ideen kreiert haben, wohin sich diese Dörfer in Zukunft entwickeln kann. Und dabei sind dann ganz tolle Ideen entstanden, wie man hier sieht, zum Beispiel für den Dorfplatz in Zelting, wie der attraktiviert werden kann. Im Zelting ist ein Runddorf, wir haben dort eine große grüne Fläche, dort steht ein Kinderspielplatz, der inzwischen schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, aber es ergibt Erinnerungen an früher und es gibt den Willen der Gemeinschaft, dort etwas anderes entstehen zu lassen, zum Beispiel eine oder vielleicht Sportgeräte, um gemeinschaftlich dort Sport zu machen. Oder zum Beispiel das alte Lager genutzt wird, aber besser anbieten würde, um dort einen Austausch zu betreiben, um dort eigene Produkte hat, dort ablegen kann und wo die Nachbarschaft dann, und wenn es jetzt Essen ist, dort sich einen Pick zusammenstellen. Was mich hat, als ich nach circa 3 Monate nach der Winter School dort wieder einmal vorbeigekommen bin, dann habe ich diese Tür gesehen. Und das heißt also, die Zeltinger haben angefangen, schon diese Ideen umzusetzen, haben über diese Tür kommuniziert, Ideen auszutauschen, haben sich darüber nette Sachen zukommen lassen und so fand ein erster Austausch da statt und auch zum Beispiel die Geschwindigkeit, die dort häufig im Rahmen dieser Winter School der Dorfwerkstatt thematisiert wurde. Auch da gab es eine erste Aktion und ein Schild wurde dort aufgestellt, was auf zu hohe Geschwindigkeiten einfach hingewiesen hat. Damit kommen wir dann zum dritten Schritt eigentlich an der Stelle, die Umsetzung der formulierten Ziele. Und jetzt muss man leider sagen, unser Forschungsprojekt ist an der Stelle vorbei und so ist das, dass wir dort die Dorfgemeinschaften sich selbst überlassen müssen. Und das ist, muss man sagen, die Umsetzung der Ziele ist etwas, was lange dauert. Aber wir sind umso glücklicher. Ich habe inzwischen ein Gespräch mit dem neuen Bürgermeister, dem Nachfolger von dem Heinrich Schmidt-Lechner, mit dem Karl Lautner gehabt. Und der Karl Lautner hat mir gesagt, dass die Stadt dabei ist, eine City Managerin, einen City Manager zu installieren. An manchen Orten wird das auch als Kümmerer definiert, diese Position. Und diese Person soll die Bürgerinnen und Bürger unterstützen dabei, ihre Ideen umzusetzen. Also insofern freue ich mich sehr, dass da auch dann die Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger kommt. Kommen wir zu der letzten Folie, zu den letzten Aussagen. Und zwar, das ist jetzt das Projekt, 2 Jahre Arbeit auf ganz wenig Zeit heruntergebrochen. Aber wir wollen das natürlich unser Wissen weitergeben, einerseits mit den Veranstaltungen hier im Rahmen dieser Regionen am Donnerstag. Andererseits werden wir auch eine Broschüre dazu herausgeben. Die ist fast fertig. Wir sind dabei, die letzten Texte noch zu korrigieren und wir hoffen, dass wir zur letzten Veranstaltung dann ein PDF entsprechend herausgeben können. Auf jeden Fall wird es so sein, dass Sie auf der Projekt-Homepage dieses PDF zum kostenlosen Download finden werden und auch auf Facebook, wenn Sie dort sind, werden wir das natürlich über diese Facebook-Gruppe dann kommunizieren, dass Sie alle Interessierten sich diese Sachen herunterladen können. Jetzt ist es dabei, dass wir zu den zweiten, dass wir dort zu unserem Thema Lebensmittel der Region. Da wird es zum Auftakt einen Vortrag geben von meinem geschätzten Kollegen Stefan Papst. Stefan sitzt derzeit zu Hause am Computer und jetzt, Stefan, möchte ich die Schalte zu dir machen. Nach Graz sitzt du, glaube ich. Stefan, du sitzt auch vor einem roten Fahrrad, sehe ich gerade. Dankeschön. Bitte ich noch darum, meinen Bildschirm freigeben zu dürfen, dann kann ich meine Präsentation auch starten. Ja, mein Name ist Stefan Papst, ich bin am Studiengang Nachhaltiges Lebensmittelmanagement als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und auch in der Lehre. Und wir haben uns in dem Projekt fokussiert auf die Lebensmittel in der Region Bad Radkersburg. Und bei diesem Impulsvortrag möchte ich mich jetzt darauf fokussieren, was
was haben wir eigentlich schon alles vorgefunden? Das war nämlich einiges, wie man auch bei der Einleitung vom Bürgermeister Tschickerl schon gehört hat. Aber auch, was sind denn so Perspektiven? Wo kann es hingehen und wo sind aber auch Herausforderungen und Hürden? Und dazu haben wir dann auch zum Glück zwei Gäste vor Ort, die aus der Praxis kommen. Dazu aber später mehr. Ich starte mit einem Überblick. Ich möchte am Anfang das Thema Lebensmittel und Identität in den Vordergrund stellen. Dann die Herausforderung Klimawandel am Beispiel der Käferbohne auch skizzieren. Da hat eine Studentin von unserem Studiengang eine Bachelorarbeit dazu geschrieben im Rahmen auch des Projekts Provinz Denken, Bauen, Leben. Und ein kleiner Exkurs zu Einkommen und Auskommen in der Landwirtschaft, um auch die Grenzen von dem nächsten Thema aufzuzeigen, Produktideen und Lebensmittelneuheiten. Und dann werde ich noch kurz die Gäste vorstellen, bevor die Diskussion dann startet. Es war geplant, dass ich die Diskussion moderiere. Dankenswerterweise hat die Frau Direktorin Barbara Ernst-Schnitzer von der Fachschule Halbenrhein sich bereit erklärt, die Moderation vor Ort zu übernehmen. Vielen Dank dafür schon einmal. Mein erster Input ist eine komplizierte Folie. Ich will aber nicht so sehr mit Theorie langweilen. Kurz nur zum Hintergrund, wie wir uns die Identitätsbildung mit den Lebensmitteln angeschaut haben. Also der Kreislauf der Medienkultur als Hintergrund sieht, dass man erst einmal Medien produziert. Das können Marken sein, das können auch Produkte sein, das können auch einfach Texte sein oder Fotos. Diese Medien werden dann repräsentiert in Medien wie Zeitungen zum Beispiel, aber auch bei Präsentationen, bei Veranstaltungen, bei Verkostungen. Drittens wiederum wird man ein Publikum brauchen, das sich das zu eigen macht und auch reproduziert. Das heißt, wenn das nicht in die Welt kommt, wird es auch und nicht aneigenbar ist, wird es sozusagen sich auch nicht verbreiten. Und da sind wir sozusagen bei dem, wo dann schon Identifikation passiert und es entsteht etwas, was aus diesem Kreislauf hinausgeht, was sozusagen ein unabhängiges Wir ist, was dann wieder einen neuen Kreislauf starten kann. Am Beispiel des Krenns, des steirischen Krenns, der ja auch in der Region Bad Radkersburg produziert wird, kann ich das so skizzieren. Also man hat eine Marke, die produziert wird, davor steht natürlich ein Produkt und es wird sogar sozusagen noch über eine politische Ebene reguliert, was diese Marke ausmacht, in dem Fall das GGA, geschützte geografische Angabe. Dann wird es repräsentiert in verschiedenen Veranstaltungen, präsentiert zum Beispiel hier beim Genussherbst in der Backtherme oder auch bei Bildern, die über die Tourismusregion verbreitet werden und natürlich die Marke in dem gewünschten Licht repräsentieren. Und dann wiederum gibt es weitere Akteure, die wieder einen neuen Kreis starten, sich das aneignen und dann neue Produkte aus dem Kern machen, so wie die Pralinen eines bekannten Konditors aus Bad Radkersburg, der steirische Scharfmacher draus gemacht hat. Und hier sehen wir schon ein Facebook-Bild, das heißt, es wird schon wieder repräsentiert. Das mal kurz zur Theorie. Am Beispiel der Käferbohne möchte ich jetzt kurz darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, dass ein regionales Kulturgut, ein Lebensmittel zu einem regionalen Kulturgut wird. Bei der Käferbohne ist es natürlich nicht so, dass die immer schon aus der Steiermark kommt. Die ist sozusagen auch eingewandert, aber es gab eine gewisse Sortenzüchtung und danach auch eine Markenbildung, die ich jetzt so zusammenfasse. Und die hat natürlich auch zu einer erhöhten Wertschöpfung für die Bäuerinnen und Bauern geführt, die diese Bohne in der Südoststeiermark anbauen. Also nach dem Kürbiskernöl und dem Krenn ist das 2016 dann mit der Käferbohne geschützte Ursprungsbezeichnung passiert. Und es sind sozusagen diese geografischen Herkunftsangaben,
kollektive intellektuelle Eigentumsrechte von diesen produzierenden Betrieben, die Lebensmittel und andere Produkte mit einem Anbaugebiet, den Produktionsbedingungen und Traditionen verbinden. Wie schon angekündigt, eine Herausforderung dieses Kulturguts Käferbohne oder eine Bedrohung eigentlich schon fast, ist der Klimawandel. Die Charlotte Greilberger hat es in ihrer Arbeit gut zusammengefasst, dass die klimatischen Bedingungen nicht optimal mehr sind. Im letzten Jahrzehnt hat sich ein deutlicher Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen in der Sommerperiode gezeigt und auch haben die Niederschläge immer mehr abgenommen. Gleichzeitig gab es mehr Hitzetage, also mit Höchsttemperaturen über 30 Grad, eine starke Zunahme lokaler Starkregenereignisse und ein höheres Risiko für Extremwetterereignisse. Man sieht jetzt an dieser Tabelle, dass das auch für die Produktion nicht ohne Folgen bleibt und dass es auch große Ertragsschwankungen über die Jahre gibt, bis zu 400 Tonnen bei ähnlich bleibender Anbaufläche. Das hat damit zu tun, dass die häufigst verwendete Sorte, die Bonella, nicht optimal für die Hitzesommer geeignet ist. Es ist natürlich, kann man sagen, ja, dann muss man halt eine andere Sorte verwenden, aber das ist nicht so einfach. Natürlich, weil das verschiedene Züchtungsversuche erfordert und die benötigen Zeit. Hat die Charlotte Greilberger diese Maßnahmen in verschiedenen Zeitlichkeiten zusammengefasst, nämlich einerseits auch in Umsetzungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe. Kurzfristig wird man eben die Standortwahl für Käferbohnen verändern müssen. Und auch kurzfristig Beregnungs- und Bewässerungssysteme installieren, was natürlich Investitionen bedeutet. Wasserbevorratungssysteme wären mittelfristig eine Möglichkeit und langfristig, was man aber schon früh starten muss, sind Möglichkeiten wie Agroforstsysteme, das heißt, man pflanzt Bauern rein in die Äcker und ermöglicht dadurch, dass die Käferbohnen beschattet werden, die ja in Mischkultur mit dem Mais angebaut werden. Und die Verlagerung des Anbaus in höhere Lagen ist natürlich etwas, was für die Region Bad Radkersburg jetzt nicht so einfach möglich ist und was auch nicht gewünscht ist, natürlich, weil die Käferbohne soll ja vor Ort produziert werden. Noch in der Forschung ist eben die alternative Anbauvariante zum Beispiel die Drei-Schwestern-Kultur mit dem Kürbis und die eben aus Südamerika kommt, wo die Bohne traditionell herstammt, sowie die Züchtung hitzetoleranter Käferbohnensorten. Da ist die Forschung dabei, aber das ist eben auch eine zeitliche Frage. Das war jetzt sozusagen sehr ins Detail gegangen. Natürlich könnte man bei allen diesen Produkten ins Detail gehen, aber dafür ist jetzt die Zeit nicht da. Und ich möchte aber jetzt noch einmal allgemein was zum Thema Einkommen und Auskommen in der Landwirtschaft sagen, weil diese Marken und geografischen Gütesiegel sowie auch Veredelungen und Produktentwicklungen sind etwas, was die Landwirtinnen und Landwirte ja nicht ganz ohne Not machen. Der Betrieb ist natürlich, je mehr er diversifiziert ist, also je mehr verschiedene Produkte er produziert und je vielfältiger die Einkommensquellen sind, desto unabhängiger ist er von Ertragsschwankungen und Marktpreisschwankungen. Natürlich gibt es aber auch Grenzen dieser Diversifizierung, denn ein hoher Grad an Diversifizierung, das heißt viele verschiedene Produkte, Verarbeitungsschritte und dann auch noch Dienstleistungen wie Urlaub am Bauernhof etc., erhöhen für den einzelnen Betrieb die Arbeitsbelastung enorm. Das heißt, man hat so ein bisschen etwas, was ich als agrarpolitisches Dilemma bezeichnen würde, nämlich, dass in besonders kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben die Arbeitszeit meist unbezahlt ist. Das heißt, über den Marktpreis und die Förderungen bekommt man einen Ausgleich für den Aufwand. Aber eben
ein Einkommen, was sozusagen meistens nur ein Familienmitglied versorgt und meistens auch viel Überstunden, die unbezahlt sind. Ich möchte es anhand einer Grafik skizzieren, wo die aus dem grünen Bericht die aktuellen Einkommensdaten auch analysiert worden sind. Und das fasst eigentlich zusammen, dass die Einkommenssituation im besten Fall für alle Betriebe gleich schlecht ist. Also wenn ein Betrieb im Jahr 18.000 Euro rund verdient, ist das nicht viel. Die meisten haben außerbetriebliche Einkünfte und die Förderungen, weil immer gesagt wird, die Landwirte kriegen eh so viel Förderungen. Da muss man eigentlich dazu sagen, dass die öffentlichen Gelder, das ist oben links in der Grafik, grüne Balken, eigentlich nur das ausgleichen, was die Aufwände plus die Ausgaben für die Sozialversicherung sind, sozusagen das Ausgleichen, damit der landwirtschaftliche Betrieb überhaupt ein Einkommen hat. Wenn diese öffentlichen Gelder nicht wären, sieht man, dass der landwirtschaftliche Betrieb mit einem Minus aussteigen würde. Das ist jetzt der Durchschnitt aller Betriebe. Wenn man sich dann noch Betriebe in schwierigen Lagen oder Betriebe, die ökologische Maßnahmen anwenden, anschaut, dann sieht das eigentlich noch schlechter aus. Die haben dann sozusagen auch schon vor Abzug der Sozialversicherungen kein Einkommen aus dem Erlös ihrer Produkte. Und ja, damit komme ich dann eigentlich schon zum letzten Thema dieser Präsentation, nämlich das Thema der Produktinnovationen. Und zwar geht es darum, dass natürlich jeder landwirtschaftliche Betrieb bemüht ist, die Weiterverarbeitung von Produkten, also die Wertschöpfung zu erhöhen. Und das ist eine Möglichkeit, dazu ist die Weiterverarbeitung von Produkten eine gute Möglichkeit. Wir sehen hier rechts zum Beispiel einen Käferbohnenaufstrich vom Backsteffel, von der Michaela Summer, die später auch kommt. Und zwar sind hier sozusagen, ist es eine neue Produkt, ein neues Produkt aus der Käferbohne, was sozusagen über das Traditionelle, den Käferbohnensalat oder die trockenen Käferbohnen, die man am Markt kauft, hinausgeht. Und andere, wie den Krennkonfekt, haben wir vorher auch schon gesehen. Und das andere ist, dass ich überhaupt versuche, neue Lebensmittel in der Region zu kultivieren. Wie schon erwähnt, der Steirerreis, der Spargel, Ingwer ist jetzt auch ganz neu im Sortiment. Und das heißt, da sind viele innovative Ideen bereits auf den Äckern beziehungsweise in den Hofläden zu finden. Ich mache das jetzt nicht mehr so genau mit den Zitaten, die wir im Projekt gehört haben, aber das ist ein Beispiel auch für ein Produkt, was regional auch abgesetzt wird. Einerseits wird es im Supermarkt erhältlich sein, der Spargel aus Bad Radkersburg, und andererseits auch bei den Gastronomiebetrieben vor Ort. Das andere, was auch natürlich einen Unterschied macht, ist regionale Vertriebsformen, also nicht nur verschiedene Produkte, sondern auch verschiedene Vertriebsformen. Also über Gastronomiebetriebe haben wir schon gesehen, über die Supermärkte, aber eben auch ganz direkt über Verkaufsautomaten oder Selbstbedienungsläden, wobei der Selbstbedienungsladen etwas ist, was nicht in vielen Regionen, glaube ich, so gut funktioniert wie in der Region Bad Radkersburg, wo wirklich auf Vertrauensbasis einfach eine Kasse aufgestellt ist und man sozusagen nimmt und gibt die frischen Produkte vom Acker und sich dann sozusagen ohne Videoüberwachung trotzdem ein Vertrauen aufbaut. Das haben wir wirklich sehr, sehr gut gefunden, dass das hier so reibungslos funktioniert. Und die Projektidee, den Mimster-Laden in Zelting, hat der Tim Glücking schon erwähnt. Deswegen überspringe ich das jetzt und stelle die Gäste vor, die jetzt, glaube ich, schon da sitzen. Und zwar ist da zum einen die Michaela Summer, ihres Zeichens Käferbohnenkönigin und Bäuerin in Dietzen, in Halbenrhein, also quasi vor Ort. Sie wird dann ihren Betrieb auch vorstellen noch und was sie genau macht. Also die Aufstriche habe ich ja schon gezeigt, Käferbohnen, aber es gibt auch Kernöl und
weitere Produkte bei Beck-Steffel und das Käferbohnenkabinett, wo man sich über die Kultur der Käferbohne und die Kulturpflanze informieren kann. Der zweite Gast ist der Markus Klobasser. Er ist Bauer in Zelting, Bad Radkersburg, ist bei den jungen wilden Gemüsebauern aktiv, für die er oder in deren Netzwerk er Spargel produziert, und er produziert auch Schweine mit in artgerechter Tierhaltung. Er hat eben rechts unten, hat er mir ein Foto auch geschickt, wo man sehen kann, dass er diesen Sommer gleich diese Idee von den Studierenden und die auch in der Region schon verbreitet ist, auch umgesetzt hat mit dem Selbstbedienungsladen direkt am Feld. Und der dritte Gast ist leider verhindert. Der Simon Berner war in der Ankündigung gedacht, unser Professor für Produkt- und Prozessentwicklung am Institut. Der ist leider erkrankt heute und wird vertreten durch den René Rehorska. Rechts im Bild, er ist Wissenschaftler und Bierexperte und Produktentwickler und wird sich dann auch selbst vorstellen. Dann möchte ich noch kurz die Impulsfragen einblenden zu dem Thema, wie kann regionale Lebensmittelversorgung gelingen, und das Wort weitergeben an die Barbara Ernst-Schnitzer und wünsche eine interessante Diskussion, und ich hoffe, ich kann mich dann noch vielleicht einbinden, und sonst werde ich die Fragen aus dem Chat weitergeben, wenn es welche gibt. Also ich bitte dann auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Livestream verfolgen, sich auch über den Chat dazu zu melden, wenn sie etwas sagen oder fragen möchten. Darf ich das Wort an Sie übergeben? Einen wunderschönen guten Abend auch meinerseits. Ja, zwecks den Herausforderungen. Es ist so, dass wir einerseits natürlich agrarpolitisch sehr gefordert sind in der Landwirtschaft. Das heißt, bis hin zur Kennzeichnungsverordnung, die so ganz viele Feinheiten mit sich bringt und die wir auch berücksichtigen müssen, natürlich in der Produktion und so weiter. Aber eine weitere Herausforderung ist sicherlich auch in weiterer Zukunft, dass der Kunde und der Konsument doch eher bequem ist. Da meine ich einfach damit, dass er gerne ein breites Spektrum geboten bekommt. Und da sehe ich die Herausforderung bei meinem Betrieb. Das heißt, ich bin zurzeit alleingestellt. Wir haben eben Kernöl, Käferbohnen, Quinoa. Aber es fehlt natürlich eine ganz große weitere Palette. Und deswegen begrüße ich eben solche Kooperationen wie die Jungen Wilden, die einfach durch den Zusammenschluss von mehreren Landwirten die Möglichkeit haben, einfach ein breites Spektrum anzubieten. Und man hat gesehen, vor allem heuer im Frühjahr, und was jetzt kommen wird, steht ja auch offen, dass es einfach vorteilhaft ist, für die Landwirtschaft möglichst breit aufgestellt zu sein. Das heißt, so wie ich zuvor eher nur auf den Abhofverkauf spezialisiert war, dass ich mich jetzt einfach online breiter aufstelle, beziehungsweise auch mehrere Wiederverkäufer habe. Da kommen schon wieder die nächsten Herausforderungen, weil ich eben von Produktion bis zur Vermarktung abpacken alles selbst mache. Das heißt, da ist einfach bei den Kapazitäten eine gewisse Grenze zu finden, und ich bin gespannt, wo einfach die Reise hingeht, und suche natürlich auch für mich jetzt passende Kooperationen, um mir da oder dort die Arbeit zu erleichtern. Was natürlich eine weitere Herausforderung in der Landwirtschaft immer wieder werden wird, ist natürlich das Wetter. Wir haben ja die Werkstatt unter dem freien Himmel, und das sieht man, die Käferbohne, wie Sie auch in der Präsentation gehört haben, ist eben eine sehr empfindliches Pflänzchen wettertechnisch, und da ist eben von der Blüte im Sommer, wo es zu heiß sein kann, bis zur Ernte mit der Feuchtigkeit doch immer wieder eine große Herausforderung, um eine gute Qualität zu erzielen, und dadurch wir ja seit 2016 Herkunft geschützt sind, also die Käferbohne ist Herkunft geschützt, sind wir einfach bemüht, da auch eine optimale Qualität für unsere Konsumenten zu erzielen, weil einfach die Käferbohne ein absolut trendiges Gemüse ist, eben sehr eiweißreich, wenig Fett und sehr ballaststoffreich. Das heißt, wir haben da sicherlich grundsätzlich auf ein Produkt gezielt, das noch, glaube ich, ganz viel vor sich hat, also nicht nur in der trockenen Form, sondern auch in der veredelten Form, in Aufstrichform, und was da noch alles kommen mag, das
werden wir eh sehen, in der Produktentwicklung und in Innovationen. Danke vielmals. Darf ich das Wort an Sie übergeben, Herr Globassa, dass Sie uns ein bisschen zu dieser Frage, die ich vorher gestellt habe, ein kurzes Statement geben, bitte. Ja, auch von meiner Seite ein recht herzliches Hallo. Ja, zur Frage Hürden und Herausforderungen. Ja, wir haben eigentlich den Spargel jetzt da eben im zweiten Jahr, jetzt im zweiten Erntejahr heuer in der Form zu wenig oder eben bis dato eben nicht im Handel vertreten war. Und das ist uns natürlich jetzt da eben mit dem Spargel eben super gelungen. Die Herausforderungen sind die hohen Investitionskosten. Dieses Produkt ist ein mehrjähriges Produkt oder eine mehrjährige Kultur. Natürlich haben wir auch extremes Risiko gehabt. Wir haben nicht gewusst, ob die Pflanze bei uns eben auf unseren Böden wächst, ob sie, ob die Voraussetzungen bei uns optimal sind für den Spargel. Von dem her haben wir eben relativ ein hohes Risiko eben getragen. Was noch ein Thema ist, man kann eben solche Projekte schwer alleine stemmen. Es ist immer sinnvoll, wenn man eben in einer Gemeinschaft eben das Ganze eben macht und eben schaut, dass man eben zusammenarbeitet. Dadurch tun wir uns eben leichter alleine schon von den Investitionskosten. Was noch ein heikles Thema ist bei uns, sind die Arbeitskräfte. Es ist eine sehr arbeitsintensive Kultur. Man muss vor allem, es ist hundertprozentige Handarbeit bei der Ernte. Da geht leider nichts maschinell und dadurch haben wir halt einen relativ hohen Arbeitskräftebedarf. Und da ist es eben relativ schwierig, dass man eben, ein gutes Personal bekommt, auch qualitativ, damit eben die Qualität passt. Es muss eben die gewisse Länge zum Beispiel vom Spargel eben sein, damit eben diese Ware dann eben als Handelsware eben verkauft werden kann. Abschließend kann ich noch sagen, auch der Abhofverkauf ist für uns auch eine Hürde. Man muss schauen, dass wir eben bei unserem Produkt zum Beispiel täglich eben den frischen Spargel eben haben. Also es muss wirklich täglich frisch, damit eben auch die Kunden eben zufrieden sind und dass eben auch die Qualität passt. Und ja, das war eigentlich jetzt mein Statement. Mhm. Vielen Dank, das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Vielleicht kommen wir nachher noch auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen. Jetzt hätte ich gern den Herrn Rehorska noch gefragt und gebeten um sein Statement in dieser Diskussionsrunde 1. Grüß Gott, ich hoffe, Sie hören und Sie sehen mich. Ja, wir hören Sie und sehen Sie. Ausgezeichnet. Ich habe jetzt leider das Kommentar von der Frau Sommer versäumt, bedauerlicherweise. Also Servus Michaela, wir kennen uns ja doch schon ein bisschen länger. Ja, mein Statement ist im Prinzip eh schon vorweggenommen worden. Also wir haben ja dadurch, dass wir an der FH Neon Produktentwicklung machen und da sehr oft in Kontakt mit Landwirten, Landwirtinnen kommen, natürlich führen wir mit denen Gespräche und was uns schon bewusst ist und was wir immer wieder hören, eines der größten Probleme ist natürlich das Arbeitspensum. Die Personenstunden, die man aufbringen können muss, damit man beispielsweise gleichzeitig eine Landwirtschaft managt und gleichzeitig einen Abhofverkauf führt und gleichzeitig dann auch noch Produktentwicklung so wesentlich macht, also das muss man wirklich zunächst einmal zusammenbringen. Ja. Also das ist nicht ohne. Das Ganze ist dann natürlich auch oft begleitet mit gewissen Herausforderungen im sozialen Bereich. Wer übernimmt die Landwirtschaft? Wer ist bereit, das zu tun? Wenn vielleicht woanders das Geld einfacher verdient ist, das ist natürlich auch etwas, was immer wieder aufpoppt bei uns. Ja. Wir könnten vielleicht noch einmal auf das Problem der Arbeitskräfte eingehen. Glauben Sie, gibt es eine Lösung für dieses Problem? Was wäre ein Ansatz? Wie könnte man Arbeitskräfte lukrieren, die auch wirklich
die Arbeit, die ja sehr anspruchsvoll ist, wie Sie gesagt haben, erledigen können? Ja, also ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema. Es war sowieso heuer ein ganz, wie soll ich sagen, spezielles Jahr. Wir sind nämlich genau mit der Ernte in den ersten Lockdown eben gefallen. Und dadurch war es eben relativ schwierig, dass wir eben unsere Arbeitskräfte eben sicher haben oder dass die eben wirklich fix bei uns sind und eben uns unterstützen oder besser gesagt unsere Ernte eben machen. Ja, es war sicher ein Ansatz, es wäre sicher besser oder es wäre eine Ansatzlösung, wenn man zum Beispiel sagen würde, man hätte so, wie soll ich sagen, eine Börse oder einen Ansprechpartner, wo man eben sagen kann, der kann abschätzen oder kann einteilen, zum Beispiel, wie viel Arbeitskräfte brauche ich und kann dies nachher eben steuern und kann dann auch für fremde Arbeitskräfte zum Beispiel auch ein Ansprechpartner sein und dass das eben leichter ist zum Managen und dass die Leute zum Beispiel auch das ganze Jahr über eine fixe Arbeit haben, weil bei mir können sie zum Beispiel nur ungefähr eineinhalb bis zwei Monate eben arbeiten, aber dass sie dann eben weiterführend eben bei anderen Bauern oder anderen Betrieben eben nachher weiterarbeiten könnten über das ganze Jahr und das wäre sicher ein Vorteil und ein Anstoß. Das heißt, es wäre eine Lösung von Ihrer Seite angedacht, dass es einfach eine Vernetzung der bäuerlichen Betriebe gibt, damit man einen Pool aus Mitarbeitern hat, die in unterschiedlichen saisonalen Ernteaufgabenbereiche sozusagen dann einsetzbar sind. Frau Summer, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ist die Produktion Ihrer Käferbohnenspezialitäten bzw. die Ernte der Käferbohnen auch problematisch oder schaut es bei Ihnen besser aus, arbeitskräftemäßig? Arbeitskräftetechnisch schaut es eventuell besser aus, wenn man das so sagen kann, weil die Ernte doch maschinell erfolgt. Mhm. Man hat zwar andere, also wettertechnische Herausforderungen, aber arbeitstechnisch muss man sagen, dass wir da nicht so auf Arbeitskräfte angewiesen sind. In der Produktion habe ich für mich persönlich eher die Herausforderung, weil ich bis jetzt eben alles selbst in der Produktion gemacht habe und eben wie es der René Rehorska schon kurz angesprochen hat, ist das auch meine größte Herausforderung zurzeit, eben die Produktion, die Vermarktung, dann möchte man online vielleicht noch das eine oder andere stemmen und man kann, also ich merke einfach, dass ich zurzeit eben an meine persönlichen Grenzen stoße, weil man einfach nicht in jedem Bereich eben gut sein kann und somit bin ich mehr oder weniger auch auf der Suche eben nach Synergien, um einfach gewisse Arbeitsspitzen eben besser ausgleichen zu können. Das sind sozusagen diese großen Hürden, dass man nicht ein Einzelkämpfer sein kann, weil das irgendwann einmal nicht mehr geht. Auf der einen Seite soll der Betrieb florieren, auf der anderen Seite schafft man das dann einfach nicht mehr alleine. Dankeschön. Wenn ich gleich auf die Frage 2 übergehen darf, die wir diskutieren könnten. Sehen Sie Chancen und Lösungsansätze, um mit regionalen Produkten und Produktinnovationen die Existenz zu sichern? Ich glaube, wenn wir Ihre beiden Betriebe anschauen, dann haben Sie ja schon bewiesen, dass Sie das sehr gut können. Und es ist auch sehr bewundernswert, dass einem solche Dinge einfallen. Ist die Existenz der Bauern und Bäuerinnen mit Innovationen, so wie sie jetzt bei Ihnen in den Betrieben stattfinden, gesichert oder muss man da immer am Ball bleiben, muss man immer eine neue Idee haben, muss man immer kreativ sein? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Wenn es gesichert wäre, wäre das ein sehr schönes Gefühl, aber ich glaube, heutzutage von Sicherheit zu sprechen oder betrieblicher Sicherheit zu sprechen, ich glaube, das gibt es in keinem Bereich, also auch wirtschaftlich jetzt da gesehen. Und
sagen wir so, man hat mit Produktinnovationen die Möglichkeit, einfach die gewisse Schwankungen zu überstehen oder dass man wieder interessant wird. Aber es ist, glaube ich, heutzutage umso wichtiger, immer am Ball zu bleiben, weil natürlich wie in anderen Bereichen auch die Landwirtschaft, der Konsument, das Denken ganz, schnelllebig ist. Und man hat es ja dieses Jahr mit der Krise gesehen. Also ich muss gestehen, mein Bauernladen lebt hauptsächlich von Urlaubern, von Touristen, eben in der Region Bad Rackersburg. Und als der erste Lockdown gekommen ist, wo normal sonst die Radsaison beginnt, war dann auf einmal mucksmäuschenstill quasi, nur ein Fiepsen, was wir heute schon öfters gehört haben. Und dann war die Frage, ja, wie stelle ich mich jetzt schnell online auf? Und mit schnell online aufstellen ist es natürlich dann immer natürlich schwierig, wenn man sich in dieser Materie nicht auskennt. Aber ich muss auch sagen, dass mit Produktinnovationen, mit neuen Produkten, egal ob es jetzt Reis, Spargel oder wir hoffen ja auch mit dem Quinoa, dass sich das sehr gut etablieren wird, doch die Möglichkeit ist, die Landwirtschaft auch in kleinerem Maße zu betreuen und nicht in diese industrielle Landwirtschaft schlittern zu müssen. Also das hat ja auch preislich etwas zu tun. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich würde jeder gerne nur 10 Schweinerl daheim haben und mit seinen sprechen und streicheln, wenn man davon leben könnte, aber das ist halt einfach wirtschaftlich nicht möglich. Und wenn der Konsument nicht bereit ist, einen fairen Preis zu zahlen, also ich möchte ja wirklich keine überzogenen Preise haben, sondern es soll nur die Arbeit gedeckt sein. Und da hat man schon bei der Präsentation vorher gesehen, dass sehr viele Landwirte sehr, sehr schlecht sind im Kalkulieren ihrer eigenen Arbeitszeit, weil es einfach die Abgrenzung ganz, ganz schwer ist, wo fängt es jetzt an und wo hört jetzt die Arbeit auf. Mhm. Und da können wir sicherlich noch viel dazulernen und natürlich würde es uns auch freuen, wenn dann auch die Bereitschaft dafür ist, dieses mehr Engagement auch zu bezahlen. Mhm. Mhm. Das heißt, als Landwirt darf betriebswirtschaftliche Seite niemals aus dem Auge verlieren. Sollte man. Kann ich jetzt heraushören, sozusagen. Sollte man. Ja, danke schön. Markus, wie hat es bei Ihnen ausgeschaut oder wie schaut es bei Ihnen aus? Ja, also bei mir speziell auf meinem Betrieb ist es jetzt so, ich habe ja eigentlich mehrere Standbeine jetzt da aufgebaut. Ich habe zum einen jetzt den Schweinestall, einen Mastschweinestall, den ich jetzt da als besonders tierfreundlichen Stall eben bewirtschafte. Habe dort jetzt eine eigene Marke, eine eigene Schiene, eben bekomme mehr für mein Fleisch. Und zum anderen habe ich dann auch meinen Spargel, also das zweite Standbein ist dann der Spargel und habe dort jetzt da eben das zweite Erntejahr jetzt hinter mir. Nächstes Jahr haben wir eigentlich erst unsere Haupternte und bis jetzt da bin ich wirklich positiv, also wirklich sehr zufrieden und kann wirklich nur, bin glücklich, dass es eben bis jetzt so gut funktioniert hat. Und ja, was bei uns eben noch eben sehr wichtig oder was für mich eben sehr wichtig ist, war die Gemeinschaft. Wir haben den Spargel ja, den habe ich ja nicht alleine jetzt da entdeckt, den haben wir als Gruppe jetzt da eben, da die Nachfrage eben bestanden hat, haben wir uns da zusammengeschlossen und haben wir dann eben geschaut, wie wir das am besten eben angehen können, von der Vermarktung, der Sortierung, der Lagerung. Wir haben uns dann entschieden, eben alles gemeinsam zu machen unter den Namen oder sind eben nachher eben den jungen Wilden beigetreten, weil wir eben auch 4 junge Bauern und Bäuerinnen eben gewesen oder sind. Und das hat sich eben dadurch relativ gut ergänzt, dass wir eben dann zu den jungen Wilden Gemüsebauern dazugestoßen sind. Ich kann jetzt selber dazu jetzt nur sagen zu den jungen wilden Gemüsebauern, es ist wirklich toll, wenn man so viele verschiedene Bauern zusammenbringt oder zusammenhalten, die so eine verschiedene Anzahl an Produkten oder an
Gemüsepflanzen eben anbaut und kultiviert. Ja. Ja, dann, was noch ein recht wichtiger Aspekt war bei uns, war eben, dass der Handel bei uns eine wichtige Rolle eben spielt, da wir eben nur den Spargel an sich jetzt vermarkten, ist es eben ab Hof relativ schwierig, diese Mengen eben zu vermarkten. Wir haben eben nur den Spargel, das ist relativ einseitig. Wenn man den, wie soll ich sagen, wenn man einen Hofladen betreibt, dann sollte man eben mehrere Produkte haben. Das ist eben schwierig und eben zeitaufwendig. Und dadurch haben wir uns eben entschieden, auf den Spargel direkt zu setzen und haben uns dazu entschlossen, eben mit dem Handel einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ja. Das heißt, so wie ich das auch schon bemerkt habe hier in der Region, der Zusammenschluss von mehreren Bäuerinnen und auch in den Bauernläden oder in den Abhofverkäufen bringt natürlich auch einen gewissen Benefit für den Konsumenten. Weil der sieht dann auch, was sonst noch angeboten wird und nimmt Produkte auch von anderen Bauern mit und wird eventuell auch ein fixer Kunde dieses Bauern. Also das habe ich so in der Region einfach bemerkt und das gefällt mir persönlich sehr gut als Konsument. Bitte. Ja, natürlich liefern wir auch andere Bauernmärkte oder Bauernläden eben anderen Landwirten, die solche eben betreiben. Dadurch können sie eben ihre Produktpalette eben aufstocken und haben dadurch ein besseres Angebot eben für die Kunden und diese können dann gleich mehrere Sachen eben bei Ihnen einkaufen. Ja, genau. Genau. Herr Rehorska, hätten Sie noch eine Wortmeldung zu dieser Frage, zu dieser Diskussionsfrage? Ja, überrascht, mit welchen Ideen die Bäuerinnen und Bauern zu uns kommen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Steirer Reis, ein Reismalz aus diesem steirischen Reis. Ich denke aber auch an die Frau Sommer. Also da sollte man vielleicht auch dazu sagen, wenn es da Interesse gibt, das Food Processing Lab der FH Joanneum in Graz, das hat ja mit 5.11.2019 eröffnet. Wenn da Ideen aufkommen und man kommt zu uns. Wir sind als Open Lab ausgeführt, also man kann jederzeit kommen. Derzeit halt natürlich nur nach Vorankündigung und nachdem man sich angemeldet hat entsprechend. Dann können wir uns die Ideen anschauen. Wir können uns anschauen, kann man die umsetzen? Kann man da vielleicht irgendein innovatives, neues Produkt draus machen? Wo sind die Hürden? Wo sind vielleicht die Chancen? Ideen haben ja meistens nicht nur ein Leben, sondern mehrere. Das heißt, wenn eine Idee nicht funktioniert, führt die vielleicht gerade durch das Nicht-Funktionieren zur nächsten. Und da muss man sagen, auch durch die Bereitschaft, gerade in der Landwirtschaft, zu Synergien. Gutes Beispiel dafür sind ja die jungen Wilden. Ich denke da zum Beispiel auch an das Ketchup von den jungen Wilden, das unter anderem auch mit der FH Joanneum zusammen entwickelt worden ist. Muss man sagen, also da schlummert wirklich ein gewaltiges Potenzial. Ja, danke schön. Das kann ich nur bestätigen. Also ich bin hoch begeistert, was sich hier in der Region tut und was man hier in der Region auch bekommt. Ich komme ja aus einer anderen Region. Meine Heimat ist die Obersteiermark und ich fühle mich hier in der Südoststeiermark im kulinarischen Paradies. Jetzt hätte ich eine Frage, haben wir dazu vielleicht einen Diskussionsbeitrag? Möchte sich da jemand einklinken? Es gibt doch eine Frage Facebook-Chat, die ich jetzt einbringe. Oder, die Frage lautet, wie kann man junge Radkersburger ermutigen, auch in die Landwirtschaft einzusteigen? Ja, bitte, Markus oder Michaela, wer möchte antworten? Gibt es eine Idee? Ja, also in die Landwirtschaft einzusteigen ist jetzt eine schwierige Frage. Ich sage für diejenigen, die einen Hof eben besitzen oder die einen in der nächsten Generation eben übernehmen wollen, wird es sicher schwierig und wird es sicher eine Herausforderung, wie man das am besten bewältigt. Ich sage bei uns, wir sind eher eine kleinstrukturierte Landwirtschaft und da wird es halt immer schwieriger und da muss man halt eher auf speziellere Kulturen oder eher auf die Qualität eben setzen.
Wenn man jetzt da als Außenstehender Interesse hat an der Landwirtschaft und schauen will oder wie soll ich sagen, mithelfen will, wäre das sicher kein Problem. Also von der Arbeit, also die Arbeit geht uns sicher nicht aus. Und wir hätten da sicher einen Bedarf, vor allem in der Saison eben. Genau. Das heißt, sollte jemand Interesse haben, bitte einfach melden, um einmal mitzuarbeiten und dann zu schauen und vielleicht das Blauäugige am Bauern und Bäuerinnen sein, eventuell verlieren. Dankeschön. Ja, vielleicht, wenn ich darf, noch was ergänzen dazu. Wenn es geht. Ja, bitte. Die Frage finde ich recht gut. Ich habe erst kürzlich einen Artikel vom holländischen Agrarsoziologen Van der Ploeg gelesen, der wirklich gut beschrieben hat, dass die Landflucht sehr immer dramatisiert wird. Also sie ist drastisch, also es ist ein Betriebssterben da. Aber wenn man quasi diese Differenz immer nur betrachtet, dann sieht es so aus, als würden es immer nur weniger. Aber das stimmt so nicht. Das ist schon ein Wechsel. Das heißt, es gibt Städter, die aufs Land ziehen und Betriebe gründen oder in Betriebe einsteigen und Menschen vom Land, die auch natürlich in die Stadt gehen und dort Berufe annehmen, die für sie attraktiv sind. Und da ist sozusagen, wäre das eigentlich wichtig, da sozusagen auch differenzierte Zahlen anzuschauen und nicht nur zu schauen, wie viele werden es weniger. Es gibt nämlich auch eine sehr engagierte Hofbörse von dem Verein Netzwerk in der Existenzgründung in der Landwirtschaft, die sozusagen als Perspektive Landwirtschaft heißt und wo man sozusagen Betriebe, die keinen Nachfolger finden aus der eigenen Familie, die sozusagen Betriebe auch übergeben wollen an Externe sozusagen, die sich da sozusagen finden können. Das ist ein Modell, was mittlerweile recht erfolgreich angelaufen ist. Und die andere Frage nach den Mitarbeitern in der Landwirtschaft, die ist ja sehr drastisch bewusst geworden in der Corona-Krise, wo die Grenzen zu waren und wo man erst gesehen hat, wie viele Menschen aus Nicht-EU-Ländern beziehungsweise auch außerhalb von Österreich in der Landwirtschaft arbeiten und wo sozusagen klar geworden ist, wie diese Arbeiten sind. Und ich glaube, diese Diskussion ist jetzt sicher nicht hier der richtige Zeitpunkt und auch das richtige Publikum. Ich glaube, dass eben diese Marktsituation verbessert muss für die Wirte und Landwirte. Und ich glaube, das ist auch eine agrarpolitische Entscheidung. Also nur mit Produktionen werden wir dann nicht allein zum Zug kommen. Ja, danke schön. Gibt es noch einen Beitrag von Facebook oder schaut im Moment nicht so aus? Ja, noch eine kurze Frage an den, bitte? An den René, glaube ich. Also ein Oliver Stangl fragt, ob das Reismalz für steirisches Reisbier verwendet werden kann. Das ist eine sehr gute Frage, ja. Wir haben das ja mehr oder weniger sogar getestet. Es funktioniert, es bedarf aber derzeit eines besonderen Maischverfahrens, weil die Enzymaktivität vom Reismalz doch noch relativ gering ist. Aber potenziell funktioniert es bis zu einem Schüttungsanteil von 50%, wenn das die Frage beantwortet hat. Genau. Ich würde empfehlen, sonst einfach mich anzuschreiben per Mail, dann kann ich gerne auch Details dazu kundtun, also bei welcher Temperatur man was einmeischen muss und welches Maischverfahren man da anwenden sollte. Das würde aber, glaube ich, jetzt nicht zum Themenfeld dieser Diskussion passen. Ja, vielen Dank, schreibt Oliver Stangl. Gut. Sehr schön. Vielen Dank für die Beiträge. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Diskussionsteilnehmern und
Teilnehmerinnen, bei Frau Summer, beim Herrn Globasser und beim Herrn Rehorska. Es war eine sehr interessante Runde und ich möchte das Wort an den Tim übergeben. Ja, ich schleiche mich jetzt nochmal ganz schnell von hinten ins Bild. Bitte bleib einfach sitzen. Herzlichen Dank, dass... kommt jetzt vielleicht ein wenig abrupt. Vielen Dank für die tolle Moderation. Vielen Dank allen hier vor Ort und allen dort hinten online, die in ihren Wohnungen, in ihren Häusern, in ihren Zimmern dort sitzen und mitdiskutiert haben. Und natürlich auch vielen Dank an alle da draußen, die ihre Fragen gestellt haben und zugehört haben und vielleicht einiges Neues da erfahren haben an der Stelle. Als Dankeschön auf jeden Fall erstmal an die Hausherrin. Ich habe hier zwei Sträuße. Vielen Dank, dass wir hier so toll unseren Auftaktveranstaltung haben, durchführen durften. Ich danke auch dir für den, richtig genau, der Herr kriegt ein Glas Wein gleich vielleicht noch. Ja, die beiden Damen natürlich auch. So, das ist jetzt der Abschluss für diesen ersten Abend in dieser Regionen am Donnerstag-Reihe. Nächste Woche sind wir dann mit Bauwerke der Region dabei und sind wir mit den Bauwerken der Region mit dabei und werden dort dann aus dem Zehnerhaus, aus dem Herzen also von Bad Radkersburg diese Übertragung haben. Ich freue mich, dass so viele dabei waren. Ich habe schon kleine Zahlen zwischendurch gehört, die mich sehr erfreut haben und verabschiede mich jetzt hier aus Halbenrhein im Namen des gesamten Teams, sage der Technik auch Danke und allen, die im Hintergrund mitgewirkt haben und namenlos bleiben möchten, teilweise. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich noch und ich hoffe, Sie sind nächste Woche dann wieder am Donnerstag.